Ja, also heute eine ganz kurze Stadtratssitzung, ungewöhnlich, aber trotzdem relativ harmonisch. Eins unserer Themen war die Bewirtschaftung des Angers hier gleich gegenüber. Das wird jetzt geändert, das heißt, das wird unsere Wohnbau mitmachen. Warum machen wir das? Nicht um die Preise zu erhöhen, nicht um die Leute zu ärgern, sondern damit es aus einer Hand bewirtschaftet wird, weil das neue Parkhaus, das jetzt drüben am Güterbahnhof besteht, dass man zwischen den beiden Möglichkeiten hin und her jonglieren kann. Es wird dann eine Schrankenanlage geben, die den Zu- und die Abfahrt regelt, aber es wird auch Kurzzeitparkplätze geben. Es ist eigentlich an alles gedacht. Natürlich wird es ab und zu ein bisschen knirschen, aber ich denke mal, das ist genau der richtige Weg. Wir haben auch alle dafür gestimmt. Einer der Punkte war das Thema Goldbergsee, das uns ja schon immer sehr am Herzen liegt als Naherholungsgebiet. Dort soll ja mal tatsächlich ein festes Café errichtet werden, aber bis dahin wird es noch etwas dauern. Deshalb reden wir aktuell davon, eine jährlich begrenzte Lizenz eigentlich zu vergeben. Da konnten sich jetzt alle Bewerber melden bei der Stadt und dann schaut mal, was jetzt kommt. Wichtig ist, es wird demnächst da draußen was passieren, aber nicht mehr direkt am See. Das hat damit zu tun, dass das Wasserwirtschaftsamt dort zuständig ist. Aber direkt dort am Parkplatz wird also ein Café entstehen, direkt neben den Toiletten. Und ich denke, auch das wird schick, weil das brauchen wir alle. Und unser wichtigstes Thema, was uns umtreibt, Corona, selbstverständlich. Was ist unser Problem in Coburg? Unser Problem ist, dass wir eigentlich genügend Kapazitäten haben, aber trotzdem wieder nicht genügend Impfstoff bekommen. Ich habe es dann mal etwas flapsig umformuliert und habe gesagt, in Coburg haben wir aktuell Feuer, wir brauchen nicht mehr Schlauch, also nicht mehr Leute, wir brauchen Wasser, also Impfstoff. Also toi toi toi, dass wir das Thema bald besiegen.